Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um den Wiener Sportclub, um das letzte Spiel im alten Stadion und vor allem um die Fans auf der Friedhofstribüne. Davor noch ein kurzer Hinweis. Der neue Ballesterer widmet sich in gewohnt kompetenter und kritischer Art und Weise der EM 2024 in Deutschland. Rechtzeitig vor Turnierbeginn, also die perfekte Lektüre. In unserer Sendung geht es diesmal um das letzte Spiel des WSC am Sportclubplatz vor dem Umbau. Bereits im Vorfeld des Spiels habe ich mit dem Vizepräsidenten des Vereins, meinem Fahrradmechaniker von der kleinen Fahrradwerkstatt am Ippenplatz, über das letzte Heimspiel gesprochen. Mein Name ist Thomas Keider, ich bin Sportclub-Fan und im Vorstand, Präsidium des Wiener Sportclubs seit, ich glaube, mittlerweile fast 30 Jahren. Ja, ich bin Sektionsleiter Radsport. Das ist eigentlich meine Hauptsportart. Habe die Sektion wieder gegründet vor nicht ganz 30 Jahren. Ja. Und spiele seit 3 Jahren jetzt Betank und bin seit letztem Jahr auch im Vorstand der Sektionsleitung Betank. Bin von meiner Jugend auf regelmäßig am Sportclubplatz dabei. Ich kenne natürlich die Situation, wie das Stadion ausschaut. Es ist ein wunderschöner Platz an und für sich, mitten in der Stadt gelegen, ohne Umrandung, super Atmosphäre immer möglich. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist eben, ob des Wissens, wie der aktuelle Zustand ist und dass da natürlich dringender Handlungsbedarf bestand schon seit längerem. Ist es ein bisschen schwer, noch sich auszumalen, wie die Zukunft dann ausschauen wird, was das mit sich bringt. Komplett 2 neue Tribünen mit unbenutzt, ungebraucht, ja, ohne den Flair, der jetzt da ist. Wird spannend, wird interessant. Das letzte Heimspiel der Herrenmannschaft findet an einem Freitagabend statt. Der Platz ist gut eingeregnet, die Sonne geht gerade unter in Hernals und der Andrang auf das Spiel und im Besonderen auf die Stehplätze der Friedhofstribüne ist groß. Ich höre mich bei den Fans um, spreche mit ihnen über den vorläufigen Abschied von ihrer Tribüne und mit was für Gefühlen sie ihr Stadion verlassen. Karin vom Medienteam des WSC hat mir geholfen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und mich in der 30. Minute in die Sprecherkabine eingeladen. Oh, ist das schön! Prost. Achtung! Und? Verstaubt! Nein. Aber noch einmal dabei und hinein und. Das war auch. Alter, ist das super, die Kulisse, dass man es hört? Ja. Dass man es hört, mein Lieber. Ja. Das ist jetzt meint, dass du es hörst. Ja! Okay. Jetzt hast du es verbannen, wer hört es? Ich hab dir die Chance angesagt, bevor es noch da war. Ja. Weil ich die Kulisse höre. Ja, weil sicher. Ich den Ball höre, wenn sie dagegen hauen. Auf die Sprecherlegung. Prost, Leo. Alles Liebe. Hier findet gerade eine Abschiedskabinenparty statt. Bei Sekt und Brötchen unterhalte ich mich mit Stadionsprecher Roli. Dass er blind ist, hindert ihn nicht daran, die Spiele des Sportclubs seit vielen Jahren von der Friedhofstribüne aus zu kommentieren. An diesem Abend ist Rolis Kabine gut gefüllt. Gerhard, Leo, Rainer, Florian und Markus sitzen oder stehen neben dem Stadionsprecher. Sie stoßen mit ihren Gläsern an und genießen das kleine Buffet und das letzte Spiel vor dem Umbau. Da heroben, das war 26 Jahre mein Büro quasi. Und ja, und wir haben uns einfach gesagt, jetzt machen wir fürs letzte Match. Jeder, der bei uns am Sportclubplatz war, hat ja gesehen, dass wir da ein vernageltes Fenster gehabt haben. Wie du jetzt siehst, ist das Fenster jetzt wieder freigesägt.
was die Kulisse, den Lärmpegel und das Fußballerlebnis um 1000 Klassen besser macht. Und wir haben einfach gesagt, anlässlich des letzten Matches machen wir hier eine Kabinenparty mit einem anständigen Buffet. Und ja, wer kommt, der kommt. Und habt ihr da jetzt nur positive Gefühle oder ist auch ein bisschen Wehmut dabei? Wie ist das gemischt? Ich könnte das blären. Es schwingt schon sehr viel Wehmut mit. Es ist ein Neuanfang und da schwingt halt schon noch immer ein gewisses Ende mit. Ja. Es wird nicht mehr so sein. Es wird nicht mehr so sein, wie es war. Wir freuen uns, glaube ich, alle aufs nächste Stadion. Auf ein neues Erlebnis, auf das, dass der Sportclub hoffentlich in eine super Zukunft geht. Aber es ist einfach hier, das Stadion, eine Legende, die Atmosphäre eine Legende. Und du kannst 20 Stadien herstellen, es wird nimmer das Gleiche sein. Könntest du mal kurz nachdenken, was waren so die einer der größten, schönsten Momente da, den ihr da erlebt habt, Spiele oder Erinnerungen? Naja, die zwei Meistertitel zum Beispiel, wie wir damals von der Wiener Liga aufgestiegen sind, nachdem wir ja ganz unten waren, wie wir in die Regionalliga und dann gleich durchmarschiert sind in die zweite Liga. Dann, wir haben jetzt erst ein bisschen geplaudert, die ganzen internationalen Freundschaftsspiele, egal ob das jetzt St. Pauli, ob das Gladbach, ob das AS Rom, Valencia, Paris Saint-Germain, letztes Jahr Babelsberg, war saucool. Ja. Ja. Und natürlich die Cup-Spiele, die wir da gehabt haben, also namentlich der Sieg gegen die Austria. Das war einfach Irrsinn hier. Was da beim 13-0 abgegangen ist, das war unbeschreiblich. Also, die Becher sind geflogen, die Leute sind sich in den Armen gelegen. Also das mehr war, hättest du bei einem Champions League-Finale nicht feiern können. Nein, das war Wahnsinn. Naja, und diese Verbundenheit von den ehemaligen Spielern, wo der Rolex gesagt hat, eben 2000, 2001, da waren sie Meister. Eben die sind jetzt noch auf der Tribüne, habe ich ein paar davon getroffen. Sascha Hirtl. Ist Sascha da? Genau, und der Zwickel. Der Willi Keitel natürlich, der Trainer, der ist eh immer da. Also da bleibt diese Verbundenheit von den Spielern. Der Schurli, ne? Der Schurli ist da, genau. Ja, viele, ja, kann man gar nicht alle aufzählen. Ja. Genau, die dann immer wieder kommen. Ja, ja, Gott sei Dank. Genau. Und das ist auch etwas, was der Sportclub lange verabsäumt hat. Aber Gott sei Dank hat sich das in den letzten Jahren ins Positive verkehrt. Jetzt habt ihr sehr schöne Momente wieder hochleben lassen. Gab es auch Momente, wo ihr euch gedacht habt, die Tribüne ist schon so hi oder wann passiert endlich was? Letztes Jahr, wie sie uns das Dachl abmontiert haben zum Beispiel oder so Geschichten, wann plötzlich irgendwelche 10 Minuten vor dem Match irgendwelche Geräte und Anzeigetafeln und Stromleitungen oder sowas in Geist aufgeben haben zum Beispiel. Oder was natürlich auch was extrem scheiße war damals, war der Abstieg gegen den LASK. Die Partie, wo wir eigentlich schon im Sack gehabt haben und dann auf die Art und Weise richtig gehend verschissen haben. Ja. Ich sag das jetzt ganz bewusst so. Und ich meine, natürlich gibt es immer zwei Seiten, gell, aber im Großen und Ganzen, die schlimmsten Momente waren eigentlich, wenn die Friedhofstribüne oder die Tribünen beim Sportclub leer sind. Weil dann wird es da relativ uninteressant. Naja, es ist herzlos. Es ist, da fällt dann irgendwie die Kulisse zusammen, da fällt der Pegel zusammen. Das ist nicht cool. Also was weiß ich, wenn es irrsinnig geschieht hat oder wenn es eiskalt war und wir haben dann gespielt gegen irgendwelche Mannschaften vor, ich meine, danke, dass die gekommen sind, aber wenn wir dann spielen vor 500 Leuten, wo du weißt, normal kommen 1500, das tut dann weh. Was schon auch ein bisschen wehtan hat oder das Ganze, was da passiert ist mit der Kainzgasse, das ist natürlich schon schade, dass diese Seite, also ein Stadion ist einfach ein Rundumatum und dass eine Seite dann fehlt und Jetzt!
Max! Neusiedl hat ein Tor, ja. Nummer 13, Neusiedl. Kein Krocher. Nein, das auch noch, gerade wenn wir über die Keinsgasse reden, gell? Ja, wenn ihr, wenn ja. Ihr so lange spielt. Jetzt tut er was Feines. Was, 14? Karin, 14? 13. Warte mal, auf die 15, Entschuldigung. Warte mal, nach 13. Ja, 13 oder was, ja. 43. Spielminute. Der SC Neusiedl am See 1919 geht mit 1:0 in Führung. Torschütze mit der Nummer 13, Lukas Haubenwaller. Und das war nicht ausgemacht. Karin vom Medienteam des Vereins erzählt vom Engagement der Sportclub-Fans, ohne die das ganze Werkel hier in Hernals wohl nicht so laufen würde. Da möchte ich schon sagen, da finde ich es toll, dass die Fans einfach so, dass die Fans so zu uns halten, zu dem Verein halten, dass wirklich so vor ein paar Wochen dann, wie die Lautsprecher schon so benannt waren, dass da einfach jemand dann einfach schreibt, hey, geht das, dass man das noch richten kann? Habt ihr vielleicht ein bisschen Budget, eben, dass man das noch herrichten kann, dass man den Rolli gescheit hört? Dann haben es einfach Fans gemacht und das finde ich super. Also denen haben wir das zu verdanken, dass man heute den Rolli so laut hören kann, wie man hört, weil er sich das verdient hat. Und da finde ich, haben wir schon in den letzten Wochen wieder voll zusammengehalten alle und das ist total schön. Na, ich finde, das ist beim Sportclub überhaupt was Besonderes, dass da so viele Leute, also das sind jetzt nicht ein paar, die da mithelfen und mitarbeiten, sondern 100, 200, die da wirklich sich für den Sportclub engagieren, einsetzen, eben Sachen reparieren. Okay. Die Homepage gestalten, Instagram, Facebook, ja. Mitgliederbetreuung und alles. Ja. Genau, also das ist wirklich toll, wie das funktioniert und wie da alle zusammenhalten. Ich höre mich weiter im Stadion um. Peter, der die Tickets beim Eingang kontrolliert, sagt Folgendes. Ich bin seit 17 Uhr dabei. Seit 1904 gibt es das Stadion. Ist durchgehend bespielt worden. Ist gut, dass es neu gemacht wird und schade, dass es weg ist. Und freust dich aufs Neue oder hast Angst, dass dann nicht mehr diese Stimmung, die Atmosphäre so da ist? Das weiß ich nicht, ich gebe es ehrlich zu. Keine Ahnung. Ich glaube es erst, wenn es da steht. Markus ist Filmemacher und Sportclub-Fan. Gemeinsam mit Sepp arbeiten die beiden an einem Filmprojekt über den Wiener Sportclub. Während ich mich mit ihm unterhalte, schießt der WSC den Ausgleich. Ich war in den 90er Jahren die ersten Male am Platz und bin dann nach einer New York Absenz wieder hier auf den Platz zurückgekehrt und das umso intensiver, weil ich dann auch beteiligt war, die Eishockey-Sektion wieder mit zu gründen. Das war vor mittlerweile 8 Jahren. Es gibt inzwischen 2 Mannschaften, die in den zweiten und vierten Wiener Ligen Meisterschaft spielen. Und ich habe mit einem Kollegen, der ebenfalls ein Friedhofstribünengeher ist, Sepp Brudermann, auch Dokumentarfilmer, dann hier auf der Tribüne die Idee geboren, dass wir einen Film über den Sportclub machen. Das war vor mittlerweile 3 Jahren oder 4 Jahren ist die Idee geboren worden, hat sich jetzt durch den angekündigten und wohl auch stattfindenden Stadion Abriss und Neubau dann dynamisiert, weil wir gesagt haben, jetzt müssen wir es machen, now or never. Ja, Material gesammelt haben wir schon die ganze Zeit. Zwischenzeitlich war die Idee, dass es ein Film unter Einbeziehung der ganzen Corona-Thematik sein könnte. Das haben wir wieder komplett weggelassen und sind jetzt bei einem Filmprojekt, wo es viel um Abschiede geht, um die Emotion, die Identifikation mit dem Verein, aber auch die Orientierung aufs Neue. Also mir fällt immer dieses Motto der russischen Suprematisten Rodchenko Stepanova ein, die Zukunft ist unser einziges Ziel. Das stimmt hier nicht ganz, aber die Zukunft ist auf jeden Fall ein Ziel. Und bei aller Wehmut, die sich hier breit macht, weil man das Stadion verlassen wird und auch hier einen Abschied feiert,
finde ich als Metapher ist eigentlich sehr schön, dass wir auf der Friedhofstribüne sind. Das heißt, wir stehen neben dem Friedhof, wo der Leute gedacht wird, die verstorben sind, die dort liegen. Das heißt, aus dem Verwichenen entsteht was Neues. Ja. Ohne die Verstorbenen gäbe es keinen Friedhof, gäbe es keine Friedhofstribüne, gäbe es uns alle hier nicht. Auch wir werden einmal gehen, aber noch nicht. Und bis dahin machen wir das Beste draus. Ihr dokumentiert ja jetzt auch viel mit. Hast du auch einen kritischen Blick, dass da jetzt was Neues kommt? Gibt es da auch Bedenken, dass es nicht mehr so wird, wie es mal war? Ich glaube, dass der große Bruch nicht notwendigerweise mit dem Stadionneubau oder Umbau kommt, sondern dass der Verein immer in einer Ambivalenz ist zwischen einerseits so einem vor allem von den Fans getragenen antikapitalistischen Selbstverständnis. Ich sage immer, das gallische Dorf im Fußballkommerz. Aber andererseits brauchst du als Verein, zu dem tausende Leute kommen, eine sportliche Ambition, die nicht sich zufrieden geben kann mit, es kommen so viele Leute und wir bleiben in der gleichen Liga, wir machen immer das gleiche Geschäft. Wenn die Ambition nicht da ist, mehr zu wollen, höher aufzukommen, mehr Leute anzuziehen, erfolgreich zu sein, potenziell Meister zu werden und in die nächste höhere Spielklasse aufzusteigen, dann kann man den Spielbetrieb einstellen. Dann ist es auch für die Sportler, die hier aktiv sind, uninteressant. Wir werden keine Spieler mit Zukunft und Durchschlagskraft bekommen, wenn diese Ambition nicht da ist, wenn die Perspektive nicht da ist und die Devise, wir wollen gewinnen, jedes Spiel, wir wollen die Meisterschaft gewinnen, wir wollen eins höher, wir wollen raufkommen. Es geht irrsinnig viel so um Neighborhood Care, also es kommen die Leute aus dem Bezirk her, man spricht im Supermarkt, beim Bäcker, beim Fleischer, im Wirtshaus über die letzten Ereignisse, die sich am Platz, um den Platz ergeben haben. Das wird sich nicht ändern. Der Ort wird eigentlich nur noch interessanter und es wird letztlich darauf ankommen, mit welchen Inhalten er gefüllt wird. Und da meine ich jetzt nicht nur die Fußballergebnisse, sondern wie sehr es uns und allen Leuten hier und aus dem Bezirk und in Wien gelingt, das zu einer großen Begegnungszone zu machen, wo man unter anderem auch einfach den Fußball feiert als Sport. Ja, es gab einen Spieler beim Sportclub Roberto Baumgartner, der einen sehr schönen Satz im Stadionmagazin einmal gesagt hat. Er hat gesagt, er ist kein Fußballfan, sondern er ist ein Fan der Sportart Fußball. Er ist ein Fan des Fußballs und wo auch immer Fußball gespielt wird, und wenn es nur im Hof ist, ja, dann ist er ein Fan davon. Und genauso finde ich, dass wir bei jedem Spiel hier, und das ist auch die positive Grundstimmung, den Sport Fußball feiern und das Zusammenkommen und dieses gemeinsame Erlebnis. Natürlich gewinnen wir lieber, als wir verlieren, aber wir kommen, auch wenn wir verlieren, gerne her und feiern den Sport, den Verein und dass alle zusammenkommen. Bekannte Gesichter aus der Politik sind heute auf der Friedhofstribüne zu sehen. Der Grünen-Politiker David Ellenson ist ebenso da wie Andi Babler von der SPÖ. Über seinem St. Pauli-T-Shirt trägt er einen Sportclub-Schal. Naja, das letzte Spiel halt, ne? Das ist ein gewisser nostalgischer Abschied. Deswegen habe ich ja geschaut, dass mein Terminkalender komplett umgekrampelt worden ist und gerüppelt, dass ich da heute dabei sein kann. Ich war oft hier, immer auf der Friedhofstribüne. Viele Jahre, nicht oft, aber dann, wenn ich irgendwie eine Chance gehabt habe, zumindest da zweimal im Jahr war ich dabei. Kann das klappen, quasi hier aus der alten Friedhofstribüne, von der Stimmung her, das in die neue mitzunehmen? Ja, ist eine Challenge, aber wer, wenn nicht Sportclub-Fans kennen Transformation und kennen gleichzeitig
Tradition mit Transformation verbinden. Es geht um den Geist und es geht um die Geister-Fanszene vom Sportclub. Und der ist derselbe, auch woanders. Und man sieht auch, was Sportclub Away manchmal heißt. Aber natürlich wird es die neue Heimstätte werden. Und in Wald haben wir lange Kraft, dass wir ein neues Stadion kriegen können. Wir haben also gesehen, dass es notwendig ist. Deswegen begleiten wir das solidarisch. Danke. Sehr gerne. Auch mit dem Sektionsleiter Fußball, David Krapf-Günther, spreche ich kurz. Wie geht es da heute, letztes Heimspiel vor Abriss oder bevor was Neues kommt? Gemischte Gefühle. Freut sich natürlich aufs neue Stadion, aber all die schönen Erlebnisse in dem Stadion ist natürlich, also wie gesagt, gemischte Gefühle. Wie gelingt es jetzt, diesen Spirit, diesen Hype, dieses Gefühl, dass der Verein die Tribüne ausstrahlt, mit ins Neue zu nehmen? Ja, ich glaube, man hat das auch heute wieder gesehen. Das liegt, glaube ich, schon zu 80-90% an den Fans, quer durch jede Altersstufe, die Kleinsten bis hin zu den Ältesten, die einfach bei jeder Partie dafür sorgen, dass hier dieser Flair, diese Stimmung, diese Atmosphäre Woche für Woche, wenn wir zu Hause spielen, aufkommt und die aber auch für diese Werte stehen und die uns gefühlt die Jahrzehnte an Stimmung und an Erlebnissen Woche für Woche aufs Neue erleben lassen. Die Gesänge, all das, ich glaube, das wird das neue Stadion auch sehr schnell zu einem unglaublichen Erlebnis machen und darauf freue ich mich jetzt einmal und hoffentlich das weinende Auge bald einem lachenden weichen. Danke. Das Spiel neigt sich dem Ende zu. Ein 2:2 Unentschieden steht auf der Anzeigentafel. Aber das Ergebnis ist an diesem Abend für viele Fans auf der Friedhofstribüne nicht das Wichtigste. Alle machen sich bereit, die Mannschaft ein letztes Mal von der alten Tribüne aus zu verabschieden. Im Spielertunnel spreche ich kurz noch mit Kapitän Philipp Dimov, der hier auf dem Platz nach einer schweren Kopfverletzung ins künstliche Koma versetzt werden musste. Am heutigen Abend erinnert er sich an große Spiele und eine tolle Atmosphäre. Was ist das für ein Gefühl, letztes Heimspiel bei der Friedhofstribüne vor dem Umbau? Ja, schon ein bisschen Demut, aber natürlich mit Freude aufs Neue starten. Aber was hast du da für Momente auch gehabt mit dieser Tribüne in diesem alten Stadion? Gibt es was einfach? Ja, wahnsinnig viele. Also wir haben da gegen Rom, gegen, keine Ahnung, Gladbach und so weiter gespielt. Also waren schon einige richtig coole Momente dabei, ja. Und glaubst du, wird das im neuen Stadion dann auch so weitergehen, quasi die Stimmung, wird dieser Spirit erhalten bleiben? Also der Spirit, glaube ich, bleibt schon erhalten. Die Stimmung, glaube ich, auch, weil er ein Dach drüber kommt. Das heißt, es kommt mehr aufs Spielfeld, alles lauter, ja. Danke, bitte. Ballesterer Gründer und ehemals Chefredakteur Reinhard Grenhuber steht auch seit vielen Jahren auf der Friedhofstribüne und hat Folgendes zu sagen. Ich habe ja bis heute Mittag gedacht, das Ganze wird mich emotional nicht ganz so berühren, weil es ja wirklich ein notwendiger Schritt ist und eine gute Lösung gefunden worden ist. Es ist nicht selbstverständlich, glaube ich, dass 2025, 2026 ein neues Stadion in dieser Atmosphäre erbaut wird, mitten im Stadtgebiet, am ursprünglichen Ort. Das ist wichtig, glaube ich, für den Verein und das gibt dem Verein auch die Möglichkeit, da vielleicht neue Perspektiven zu entwickeln. Das ist schön, trotzdem ist man natürlich sentimental. Friedhofstribüne selbst ist
für mich der Inbegriff irgendwie von einer Tribüne, die im besten Sinne unkontrolliert ist. Wo sie Fankultur an Platz schafft, der vorher einfach nicht da war oder nicht besetzt war und sie dann entfaltet. Das Clubheim oder das Clublokal Fleck, was eine ehemalige Wohnung vom Platzwart war, die halt einfach nicht braucht worden ist, als der Verein in die 80er Jahre vor dem Konkurs gestanden ist, das seither irgendwie ohne Mietvertrag funktioniert. Die bröckelnden Stufen, die Flutlichtmasten, wir haben keine 4 Flutlichtmasten, sondern nur 2, die halt dann immer so langsam erlöschen und ein bisschen nachglühen. Das ist für mich der Inbegriff von Fußballromantik und einer der wesentlichen Gründe, warum ich da immer wieder hergegangen bin. Während Spieler und Fans den Abschied feiern, spreche ich noch einmal mit Karin vom WSC Medienteam. Emotionaler Moment. Ja, voll. Ich habe geglaubt, das ist mir relativ egal, aus irgendeinem Grund, aber ich finde es einfach, es ist so unfassbar schön einfach, wenn man merkt, dass die Spieler da ja, vor dieser vollen Tribüne stehen, wo Leute zum Blären anfangen wie ich. Es ist einfach arg. Also diese Momente, es ist ein Flitzer und keine Ahnung, es laufen Leute auf das Spielfeld und es ist einfach arg. Also ich bin gerade wirklich sehr, sehr geflasht. Und ich habe mir nicht gedacht, dass es mich so tief berührt, aber man merkt, dass wir so viel Liebe in diesen Verein stecken und das merkt man gerade jetzt einfach voll. Nein. Oh, Jesus. Es ist gerade wirklich emotional hier und die Interviewfragen sind, glaube ich, auch schwer das zu beschreiben, schwer nachzufragen. Du, ich kann es nicht beschreiben. Es ist so, ich schaue auf diese Tribüne und es macht alles Sinn, dass wir so viel Herzblut in diesen Verein stecken. Ich und andere stecken da so viel ehrenamtliche Arbeit rein und das sind diese Momente, für die wir das machen, für die wir leben und da ist so viel Nostalgie gerade dabei und so viel Wehmut und gleichzeitig so viel, ja, dass wir uns auf weitere Momente freuen, aber das ist einfach gerade ein ganz arger Moment, wirklich. Entschuldige, ich kenne dich!